Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich bin total begeistert von diesem Stempelset. Das Stinktier-Stempelset hatte ich ja auch schon ein paar Sachen mitgemacht, aber dieses Koala-Stempelset ist, oh Gott, das ist so süß. Und heute Nacht ist mir dann eine Idee eingefallen, man könnte mit diesem hier, dazu habe ich eine kleine Karte gestaltet, als ich den fertig koloriert hatte. Und der ist so niedlich und nachts ist mir eingefallen, ich könnte aufgrund von diesem Stempel hier eine kleine Happy Meal als Wellness-Päckchen-Paket vielleicht gestalten. Und das werden wir gleich ein bisschen machen. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet und vorgearbeitet, aber wir werden auf jeden Fall diesen hier zusammen kolorieren. Ihr seht schon, ja, ich bin im Moment total auf die Prismacolor. Das gefällt mir richtig gut, also wie ich das koloriere. Und da wollte ich euch gerne dran teilhaben lassen und da machen wir zusammen das Paketchen fertig. Und dann werde ich einen von euch auslosen, wer das dann bekommt. Ich zeige euch aber mal, was ich schon mit diesem Stempelset gestaltet habe. Eine einfache, schlichte Karte. Und guckt mal auf die Koloration mit den Buntstiften. Dann habe ich mir dazu, das war die erste Karte, die ich dazu gemacht habe. Das mit dem Kissen. Ich liebe ja solche Motive mit Kissen und ich finde das so schön. Dann habe ich dazu für mich, für mein Album, eine passende ETC-Karte gestaltet. Deswegen ist das gleich koloriert. Dann habe ich gestern, wie gesagt, mit dem wollte ich unbedingt ausprobieren, diese Karte gestaltet. Und das soll sozusagen Fußboden-Hintergrund sein und Tapete, also Badezimmer so ein bisschen. Das hier ist von Clearly, das habe ich auch vorher noch nicht ausprobiert und finde das auch mega. Und dann heute Morgen habe ich mir die ETC-Karte für mein Album damit noch gestaltet, dass ich ja auch für meine ETC-Sammlung etwas mit den Koalas da habe. Dann, das ist das, was jetzt schon fertig geworden ist, ich hoffe. Am liebsten würde ich das Video sofort zeigen, weil ich so mega begeistert bin. Aber, ich muss mal ausmachen. Aber ich habe dann, also ich zeige euch das Video, sobald es irgendwie geht. Und hier habe ich dann mir schon aufgeschrieben, braun, grau für Stinky Grau, also für das Stinktier. Badewanne, da weiß ich dann, dass ich die Badewanne gemacht habe, gestaltet habe. Die Koala, das ist jetzt für die Koalas dann Türkis und Lila und Blau. Also ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, das kommt dann auch bald vernünftig auf Karteikarte in mein Sammelalbum mit Anleitung, wie ich gestaltet habe mit dem Prismacolor. Sonst habe ich ja immer die Six-Stifte oder die Triblender und da freue ich mich, dass ich jetzt auch das da habe. So, und damit jetzt endlich auch mal wieder meine Buntstifte raushole. Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen angefangen. Wir werden gleich einen Tag gemeinsam machen. Ich habe den soweit schon mal vorbereitet, aber die Koloration eben noch nicht. Dann habe ich hier die Karte, die werden wir gleich noch gemeinsam gestalten. Ist zwar das gleiche Motiv, aber es ist für mich trotzdem stimmig. So, dieses Set habe ich verwendet. Einmal habe ich den jetzt heute Morgen ganz frisch, ganz neu gekauft, so dass man sich, das soll ja wie gesagt ein kleines Wellness-Paketchen sein. Und ich finde, dieser kleine Koala, wie er sich mit diesem Schwamm wäscht, das passt als Anhänger hier wunderbar mit dran. Das werde ich hier dann ranknoten und das kolorierte Stempelset, den Stempelabdruck, wenn er koloriert ist, hier mit drauf bringen. Ich wollte noch ein, zwei Herzchen vielleicht in dem Rosaton machen. Dann haben wir hier Erdbeer, Frosty Erdbeer, also Duftkerzen mit drin. Genau. Die beglitzert, dazu dann passende Streichhölzer. Da habe ich diesen hier oben. Be happy, sei glücklich, kann auch Wellness bedeuten. Ich habe dann einen Halter und zwar einen, sag mal schnell, einen Räucherstäbchenhalter. Da steckt man das Räucherstäbchen, hier unten ist ein kleines Loch, da steckt man das Räucherstäbchen so rein. Die beiden grünen, am Ende, wo grün ist, das ist Weihrauch und die beiden mit so
Rosa. Das ist Ambrosia. Ich mag beide Düfte sehr gerne und habe gedacht, das ist eine coole Idee, das auch zu verschenken. Dann haben wir hier ein bisschen Wellness, Be Happy. Da sind zwei Gesichtsmasken drin, eine feste Dusche, sprich ein Seifenstück als Dusche. Und da sind noch zwei Desinfektionstücher drin. Und ich habe diese kleine Verpackung dafür gemacht und macht sie Be Happy. Be Happy und Be Happy habe ich hier drauf, weil ich denke, das passt ganz gut. So, dann machen wir das da drauf. Und eigentlich gehört für mich auch so ein bisschen Wellness. Wollte ich eigentlich auch hier noch die Jogurette mit reinbringen. Ich hoffe, ich kriege sie irgendwie hier noch mit reingestopft. Untergelegt, vielleicht untergelegt. Gucken wir mal. So, passt das noch? Geht das noch zu? Es muss ja auch alles heil bleiben. Das passt. Doch, das passt, denke ich. Genau. Soweit, so gut. Wir machen jetzt also gemeinsam für diese kleine Box den Take fertig und wir gestalten dann die Karte. Ich habe, wie gesagt, mir alle Stifte schon mal rausgesucht, die wir jetzt gleich gemeinsam brauchen zum Kolorieren für beide Motive. Ich werde mir auch gleich was unterlegen. Ich mag das lieber, wenn das ein bisschen weicher ist. Für den Koala habe ich Prismacolor, verwende ich 1065, 1063, 1060 und 1054. Das ist fürs Fell sozusagen. Ich lege mal die hier hin. Das für die Ohren und für die Augen ist einmal 1001 und 927. Für die kleine Badewanne nehme ich einen von diesen Grautönen, für dieses angeblich mit angedeutet Metallic. Aber für das Holz angedeutet soll das die 1082, die 943 und 1033 richten. Für die Blubberbläschen habe ich zwei Blautöne, einmal also für den Schaum. 1088 und 1037 und für die Zunge und den Fluffer Dingsbums hier Schwamm 929 und 928 und den Blender, wenn jetzt doch irgendwo nicht so gut gearbeitet ist, kann ich das noch ein bisschen verblenden. Achso, ja, ich bin heute ein bisschen weiter hier, ne, mit den. Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt alles gut gemacht. Ja, so viel dazu und die Stifte liegen hier bereit. Ich werde gleich die Kamera ein bisschen, also dass es euch ein bisschen näher mitnehmen, allerdings mit Musik, weil wenn ich die Striche setze, das seht ihr dann ja trotzdem und ich brauche nicht so viel erzählen, weil ich weiß manchmal gar nicht, was ich erzählen soll, weil ich mich immer sehr dann auf das Motiv konzentriere, damit es wirklich auch wieder so schön, ich liebe diese Koloration, dass es so schön koloriert ist. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Musik an und dann viel Spaß dabei. Und ja, dann ist die Happy Meal sozusagen auch schon fertig. Dann wird sie noch, vielleicht mache ich noch ein bisschen Seidenpapier rein, das finde ich mir ganz schön in weiß oder rosa. Und dann ist das fertig und kann verschickt werden. Okay, viel Spaß bei der Koloration. Ich hole mir noch was zum Unterlegen und dann geht's los. Hier habe ich die sogar schon. So, wieder alte Kalenderzettelchen, wisst ihr ja schon. Und dann werden die ausgeschnitten, die Motive. Und hier werden wir noch ein bisschen im Hintergrund was machen. Und dann habe ich hier auch noch einen Spruch. Relax, take a lot off. Das, denke ich, passt auch dazu. Mach mehr, was dir Spaß macht, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Als Karte, nee, ich finde den Spruch ganz gut, dann passt das auch dazu. Das heißt, aus diesem Set habe ich jetzt bis auf den alle schon koloriert. Diese zwei zeige ich euch noch. Die habe ich auch jetzt ausprobiert. Die müssen auch noch auf eine Karte verewigt werden. Eine schöne Geburtstagskarte wird es dann. Mal gucken, wie ich das mache. Und dann muss ich mir nochmal irgendwas überlegen, dass ich den sechsten Koala auch verwende. So, jetzt haben wir aber genug gequasselt. Jetzt würde ich sagen, geht's los mit der Koloration. Ich nehme mich ein Stück mit, dann bauen wir das zusammen und dann haben wir das. Fertig, die Happy Meal Wellness. Viel Spaß beim Zuschauen.
So, die beiden Motive sind ausgeschnitten. Und dann können wir das jetzt hier mal draufbringen. Ich habe mich jetzt bei der Karte dafür entschieden, Hope you have a wonderful time. Das finde ich, passt dazu auch. Ich habe mir noch meine kleine Stenzel rausgesucht mit den Punkten. Und dann werden wir diese schlichte Karte einmal kurz fertig machen. Und dann den Tag. Dann kommt das alles ins Paket. Und dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video mal ein bisschen dichter, die Koloration zu sehen. Ich habe es auch nicht zu schnell im Lauf gemacht, damit man ja auch alles mitbekommt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das ist noch zu wenig. So. Dann müssen wir da noch ein bisschen und hier noch ein bisschen ergänzen. So, mal gucken. Ihr wisst ja, dass ich das mal ganz gerne habe, dass ich im Hintergrund ein bisschen was habe. Dann diese, das hier, das ist ein 2, 4, 6, 8 Eck. Die liebe ich. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich euch leider nicht erklären. So, und dann wollte ich ja diesen Spruch drauf machen. Habe ich jetzt den ganz kleinen. Den wollte ich. Ich glaube, den klebe ich erst drauf, den werde ich erst stempeln, wenn ich das fertig geklebt habe. Dann weiß ich auch, wo er dann drüber hingehört. Und dann kleben wir jetzt erstmal die Karte zusammen. Das sind natürlich wieder die alten Stanzen von Crafting der Sativas. Die benutze ich ja, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne. Und auch wenn es die Firma nicht mehr gibt, deswegen sind die Stanzen ja nicht mehr, sind sie ja nicht schlecht. Und ich habe sie, ich mag auch nicht immer nochmal neue kaufen. Ich kaufe ja sowieso schon immer so viel neu. Siehe jetzt hier das Koala-Set. Das ist echt, das ist so schön. Ich bin da so happy drüber. So, passt. Ne, hier ist ein bisschen zu viel Abstand. Jetzt. Und dann kleben wir das noch drauf. Und dann nehmen wir die Abstandshalter und dann den Stempel noch drauf. Also so eine schlichte Karte zu machen, dauert wirklich nicht lange, gebe ich ehrlich zu. Ne? Weil manche immer sagen, oh, das ist nicht viel genug drauf. Manchmal ist weniger mehr, finde ich ja immer noch. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mag es sehr, sehr gerne. Und die Koloration dauert ja auch immer ein bisschen länger. Ne? Und von daher ist das trotzdem eine schöne Karte. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, man muss auch erstmal die Idee haben, wie will man das eigentlich da so draufbringen. Wie soll es aussehen? Und auch mit dieser Happy Meal, ne? Was soll rein? Und nachts habe ich immer keinen Stift und Zettel da. Das muss ich mir dann irgendwie dann anders merken. So, das haben wir fertig. Das Tuch ist abgetrocknet. Ich muss nochmal kurz die Farbe runternehmen vom Stempel. Gut, wunderbar. Und dann haben wir jetzt noch den Tag. Und da brauche ich Abstandshalter nochmal. Und da habe ich nur noch diesen einen drauf. Also nehme ich dann von dem noch. Die sind ungefähr gleich dick. Dann passt das. Die Teflon-Schere sollte ja eigentlich dafür mit Kleber zurechtkommen. Aber ihr seht, ich habe hier auch schon Reste drauf. Und da frage ich mich natürlich, hä, wie kann das angehen? Aber solange sie hält, hält sie. Und sonst muss ich mir nochmal eine neue holen. So. Und da wollte ich ja noch einen Spruch raufbringen. Hier, Relax mit Relax. Weil das ja auf den Schwamm kommt. So, dann muss ich den auch nochmal einmal kurz. Da habe ich jetzt den kleinen. Finde ich jetzt nicht. So. Ah, ich habe ihn. Den habe ich gesucht. So, jetzt gucken wir nochmal. Da machen wir das an der Seite.
Was sagt ihr eigentlich zu Kollaborationen? Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bin davon total begeistert und das war auch nicht die letzte Karte. Das letzte Motiv, was ich so ausprobiert habe, ich wollte das beim Bären und beim Löwen noch ausprobieren. Das mache ich gleich anschließend, sodass wir nicht nur Koalas und Stinktiere haben und das so kolorieren, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Motive. Vor allen Dingen möchte ich das gerne ausprobieren, dass ich die auch mit Papering Ink, die Clearly-Motive, dass ich da vielleicht das auch mal ausprobieren. Mal schauen. Lasst mich überraschen, was da noch kommt. Ich jedenfalls bin immer noch total begeistert und total happy, dass ich da so eine Inspiration bekommen habe. So. Sehr schön. Und dann haben wir hier jetzt den mache ich da dran. So. Mit einem Schleifchen. Und dann finde ich, das ist ein schönes Wellness-Paketchen. Das Einzige, was da jetzt noch fehlt, das war das Badesalz. Das habe ich aber nicht hier. Das passt hier nicht mehr rein. Ich habe es hier liegen gehabt. Habe ich jetzt schon weggeräumt. Aber wir haben ja hier, wie gesagt, Seife, Maske, was zum Naschen. Und dann können wir das auch hier oben drauf legen. Das klappt auch. Jetzt haben wir das. Und dann die Karte. Und alles passt. Geht zu. Wunderbar. So, sage ich es einfach. Wollen wir jetzt mal versuchen, die ganz zuzumachen. Ja, und so. Das muss ja wirklich für die Post ja auch zugehen, durchpassen. Sonst haben wir wieder ein Problem. Jetzt zahle ich ein bisschen mehr Foto. So, passt, wackelt, hat Luft. Sehr schön. Gut, also eine wunderbare, schöne Happy Meal. Mal im anderen Stil fertig gemacht. Ich könnte auch das so. Nee, das muss so bleiben. Man kann das hier unterpacken. So, so geht das auch. Okay, ihr Lieben. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ich dieses Stempelset mal richtig schön mich da austoben konnte. Ich musste mich für eine Farbe entscheiden und habe mich dann für rosa entschieden, weil ich die Duftkerzen so schön finde. Da sind auch übrigens Herzchen drauf geglitzert, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich hoffe, diejenigen, die das bekommen, dass sie sich darüber freut. Und euch wünsche ich jetzt auch ganz viel Spaß beim Kreativsein. Achtet nachts mal auf eure Gedanken oder beim Einschlafen. Und ich quassel mir das dann schnell aufs Diktiergerät, damit es nicht verloren geht, weil ich habe das öfter mal, dass ich dann morgens nicht mehr weiß, woran ich gedacht habe. Und das ist immer schade, dass dann ein paar Ideen flöten gehen. Aber dieses hier ist über Nacht im Kopf entstanden und wir haben es gleich umgesetzt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.